Herzlich willkommen bei Miss Ma Painted. Hi! Heute möchte ich euch mal was ganz Besonderes vorstellen, für mich was Neues. Und zwar von Pika Sond Deutschland. Wo fangen wir denn an? Also mein Freund hat ein KI-Bild erstellt und dieses haben wir uns mal personalisieren lassen. Aufgrund, dass eine Mitpainterin von unserer kleinen Facebook-Gruppe sehr begeistert war von Picasso und habe ich gedacht, ich probiere das mal und habe dann halt auch den Rabattcode genutzt und habe die Firma mal angeschrieben und mal das Bild vorgestellt. Und der Kontakt war sehr, sehr nett, also die haben sehr, sehr schnell geantwortet. Ich konnte dann nochmal sagen, was ich an dem Bild verändert haben möchte, weil es im Vorschaubild ein bisschen dunkel aussah. Das haben sie dann auch gemacht, haben mir das nochmal geschickt. Ja, und dann haben sie es in die Produktion gegeben. Ich würde sagen, das hat jetzt von dem Erstkontakt bis hierher so 3 Wochen ungefähr gedauert. Also es war recht schnell. Und es kam jetzt an. Und es war in einer China-Plastik-Hülle. Das ist, wurde wahrscheinlich also wirklich in China produziert. Der Karton ist, der war irgendwie sehr, sehr staubig leider. Und er ist ja in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das sieht so aus, als wäre der hier schon mal getrennt und wieder zusammengeklebt worden. Na? Aber wir gucken mal rein. Ich habe jetzt nur die Folie abgemacht. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Karton war staubig. So ist der Karton. Der hat so ein bisschen Holo-Effekt, wie ihr seht. Ist schwarz. Genau, wir haben hier nochmal, was oder wie Diamond Painting funktioniert. Ja, also erschaffe dein eigenes Picasso-Werk. Lege die Leinwand auf eine Unterlage, Schiffchen packst du nach und nach die Steinchen rein, die du als nächstes auf die Leinwand anbringen möchtest. Tipp, dabei kannst du das Schiffchen schütteln, um die Steine zu ordnen. Genau. Ihr seht hier, es ist wirklich nochmal in Deutsch beschrieben. Hier unten, ja, hier sieht man halt, es ist ein Karton, der einfach verlängert wurde, ne? Gut. Ob das so der Standard ist, weiß ich nicht. Kann ich euch sagen, solange dem Bild nichts passiert ist, ist mir egal. Hier steht auch noch mal drin, was dabei ist. Direkt aus Deutschland. Hatte halt einen chinesischen Touch. Premium, Seidenfusselleinwand, funkelnde Diamanten, ergonomischer Stift mit Aufsätzen. Schiffchen fürs Diamanten und der Wachskleber. Gut, wir machen es auf, wir gucken rein. So, ihr Hasen, ich habe das mal ausgepackt. Das Bild selber war nicht nochmal in einer Schutzfolie eingewickelt. Und wir haben hier ein Toolkit. Was ich allerdings sehe, nennt man das wirklich einen ergonomischen Stift. Also das ist für mich ein Standardstift. Wie sind da eure Meinung dazu? Die sind nicht unbedingt schlecht. Da ist alles drin, was man braucht. Wir gucken uns das gleich an. Ich denke mal, da ist auch, ich sehe hier schon eine Pinzette, ich sehe auch schon das Wachs und Schiffchen. Also ist alles dabei, was man braucht. Aber ein ergonomischer Stift ist für mich einfach was anderes. Gut, gucken wir uns die Leinwand an. Die Leinwand, die ist irgendwie ein bisschen krümelig, aber das ist nicht weiter schlimm. Die ist so filzig, aber angenehm, ja, angenehm weich, nicht so flauschig wie bei anderen, aber das ist okay. Also das ist nicht schlimm, nicht störend, das ist völlig in Ordnung. Ja, abgesteppte Ränder sehe ich schon und jetzt rollen wir es mal aus und gucken uns das Bild genauer an. Ich zeige euch jetzt hier unten mal, ich blende euch mal das ein, wie das Original aussieht und dann gucken wir uns das auf der Leinwand an.
So, da bin ich wieder. Hier sind mal die Steinchen. Ich zeige sie euch einfach mal. Was ich cool finde in Zipperbeuteln, das ist eine schöne Farbpalette. Oder? Schön bunt. Richtig schön. Also ich versuche mal. Die sehen auf den ersten Blick wirklich richtig, richtig gut aus. Nehmen wir mal was Helles. Richtig schön, oder? Sind auch Harzsteinchen. Keine Acryl. Und jetzt gucken wir mal auf unser Grill. Und zwar sieht das so aus. Tanzende Menschen. Hier geht es um Silhouetten, nicht um Details. Ja, also ich bin gespannt, wie das wirkt von den Farben her. Aber ich glaube, das könnte ganz gut werden. Die Leinwand abgesteppt, habe ich euch ja schon erzählt. Dann haben wir hier nochmal Werbung Facebook und Insta, Picasso. Die Folie ist eher dünn. Also die ist nicht dick, die ist ganz, ganz dünn. Der Kleber ist Flüssigkleber, Port Glue, also schön. Da, ich dachte so ungern da drauf. Hier haben wir noch mal was zum Scannen. Lust auf ein weiteres Picasso-Abenteuer? Auf unserer Webseite www.picasso-deutschland findest du zahlreiche andere Motive. Werde mit Picasso zum Picasso deines eigenen Werkes. Dann haben wir eine Farblegende. Und hier oben noch mal das Bild. Das habe ich bestellt in 60x60. Die Farben haben wir ja schon gesehen. Wir haben 50 Farben und wir haben tatsächlich 4 AB-Farben. Ne? Gelb, was hellblau ist, was türkis ist, was dunkleres an Blau. Die gleiche Legende haben wir nochmal auf der anderen Seite. Was mir direkt aufgefallen ist, weil es Picasson jetzt nicht hatte, ist nochmal eine Legende für eure Döschen. Also was Klebe, Sticker oder ordnende Farblegende. Das wird für mich echt zur Herausforderung, weil ich ungern Symbole male. Und dann werde ich wirklich nach Nummern painten müssen. Das werde ich so machen. Da habe ich auch etwas bestellt für dieses Bild, für 50 Döschen. Das stelle ich euch aber noch vor. Genau. Was ich eigentlich auch ganz cool fand, hier auf den Steinen, ich drehe es jetzt mal rum. Dieses Bild hat eine C-Nummer. Und diese Nummer hier finden wir auch auf unseren Tütchen wieder. CPDS 56. Größe 60x60 und das ist die Farbe Nummer 50. Also die AB 996. Genau, also das ist Nummer 50, Farbe Nummer 50. So, das ist richtig, genau. Und ja, der Druck, wir gucken uns den Druck nochmal an. Also ich finde den Druck echt gut. Also das ist alles klar, ist alles sehr gut ersichtlich. Wir haben so ein ganz leichtes Raster. Ihr sehen könnt. Wir können hier oben noch mal ins Helle gehen. Da sieht man das Raster auch noch mal. Leichte Hilfslinien, ne? Finde ich prinzipiell gut. Ich könnte mir vorstellen, dass ohne Lightpad zu painten. Hier fällt mir jetzt auf, das kann aber auch nur die Spiegelung sein. Ah ja, doch, wenn ich drüber sitze, sieht man es. Doch, man sieht es. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, also doch von der Qualität her mega gut. Ich bin wirklich gespannt, wie es rauskommt.
Würdet ihr so ein Bild kaufen? Würdet ihr das cool finden? Ich meine, es ist ja was selbstgestaltetes, ja. Wurde auch noch 100.000 Mal verändert von meinem Freund. Ja, ich finde es mega. So, also ich habe die Pinzette schon mal abgemacht. Die ist jetzt nicht mega spitz, die ist eher abgerundet. Aber lässt sich gut drücken. Wie man die Steine nimmt, weiß ich nicht. Muss ich probieren. Wir haben einen Vierer und einen Siemer. Ja, und das ist cool, das sind die dünnen. Ja. Wir haben Wachs. Das Einwachsblättchen. Und wir haben das Schiffchen. Ja. Finde ich ausreichend. Also ergonomisch ist er nicht. Es ist für mich ein normaler Stift. Aber ja, das ist eine Kleinigkeit. Also Karton, fassen wir nochmal zusammen, war ziemlich verstaubt. Ist zusammengeschnibbelt. Leider. Das macht aber nichts. Es ist dem Bild nichts passiert und daher ist es cool. Aus Deutschland ist es leider nicht. Es kam dann aus China. Das finde ich nicht schlimm. Ne? Man muss es halt nur wissen und auch mal sagen. Ja? Genau. Das ist unser Bild. Ich freue mich. Ich möchte mal Meinung hören, was so ihr dazu sagt. Habt ihr schon mal bei Picassant bestellt? Ist ja mein erstes Mal. Seid ihr damit zufrieden mit der Qualität? Oder nicht? Achso, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Hier ist das Bild auch nochmal auf den Karton drauf. Genau. Ja. So sieht's aus. Wo ich jetzt allerdings bei dem Original gucken muss, was ich gerade sehe, was ist das für ein Fleck da? Da muss ich tatsächlich nochmal aufs Originalbild gucken. Ja, gut. Da gucke ich einfach nochmal nach. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bei mir ist nämlich Samstag, die Sonne scheint, ich bin mega gut drauf, alles schick. Alles happy und ja, habt noch einen schönen Tag und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video.